Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem, naja, so halb neuen Let's Play SteamWorld Dig Fistful of Dirt. Den zweiten Teil haben wir ja schon durch und ich war vom zweiten Teil so begeistert, dass ich beschlossen habe, ich kaufe mir den ersten Teil noch. Das habe ich sogar schon vor einer ganzen Weile gemacht, nämlich im Halloween Sale auf GOG war der auf, ich glaube irgendwie so 2,50 Euro, 2,80 Euro, auf jeden Fall weniger als 3 Euro runtergesetzt. Und da dachte ich mir, okay, dafür, auch wenn er in offiziellen Tests und Wertungen eher etwas schlechter abgeschnitten hat als der zweite Teil, möchte ich ihn trotzdem noch spielen, einfach um so ein bisschen die Vorgeschichte vom zweiten Teil einfach mitzuerleben. Und ich denke, so wahnsinnig viel verkehrt machen können sie ja auch nicht. Ich bin einfach mal gespannt. Das Ganze wird ja voraussichtlich ein ganzes Stück kürzer sein als der zweite Teil. Gucken wir mal. Aber wir schauen uns das Ganze einfach erstmal an. Wir spielen auf jeden Fall Rusty, den wir ja im zweiten Teil gesucht haben. Und wir gucken mal. Tja, so wie ich reingekommen bin, komme ich wohl nicht wieder raus. Könnte Teil der Miene meines Onkels sein. Bräuchte nur ein bisschen Farbe. Ich sehe mich besser um, bevor mein Licht zur Neige geht. Hey, was glaubst du, was du tust? Dein dramatischer Auftritt hat die Decke einstürzen lassen. Oh, tut mir leid, meine Dame. Mein Onkel hat mir die Mutung... Was zur Hölle ist eine Mutung? Die Mutung für diese Mine geschickt. Ich bin nach Tumbleton gekommen, um herauszufinden, warum, und dann bin ich eingebrochen. Oh, du bist Joes Neffe? Er war schon eine Weile fort. Ich habe mich hergeschlichen, um ein bisschen was rauszuholen, und da habe ich ihn gerade gefunden. Es tut mir leid. Du solltest selbst nachsehen gehen. Ja, Dorothy kennen wir ja auch schon aus dem zweiten Teil. Ah, wir haben noch gar keine Spitzhacke, okay. Ich wollte gerade schon so ein bisschen rumhacken, aber ist nix. Oh, ich glaube, Onkel Joe geht's nicht ganz so gut. Lange nicht gesehen, Onkel. Entschuldige, dass ich nicht früher hergekommen bin. Du hast immer behauptet, wir seien uns so ähnlich. Trotzdem verstehe ich nicht, warum du mir diese Mutung geschickt hast. Ich bin kein Bergmann. Tja, ich nehme dir ungern deinen Kram weg. Aber wenn ich deine Picke mitnehmen dürfte, könnte ich aus diesem Verlies entkommen. Yay. Okay. Okay, wir haben sonst auch offenbar noch keine tollen Fertigkeiten. Ah, du hast eine Picke gefunden. Siehst wie ein echter Bergmann aus damit. Das ist gut. Der Türhebel ist nämlich verschüttet worden, als du reinkamst. Du musst deinen Tunnel unter uns ausheben, um ranzukommen. Okay. Das kann ich. Hoffe ich zumindest, dass ich das kann, aber Löcher in die Erde hauen, da habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung mit. Definitiv noch keine Mineralien hier. Kommen wir. Ne, okay, wir müssen direkt runter. Ich wollte gerade noch nach rechts graben, aber da kommen wir gar nicht durch. Sie steht natürlich schon oben und wartet, ne? Okay. Wandsprung habe ich jetzt einfach intuitiv gemacht, weil ich es aus dem zweiten Teil kenne. Aber schön, dass es das auch wieder gibt. Oh, Archaia. Wie auch immer man das ausspricht. Kann ich schon... Oh. Hier schon Erze abbauen kann. Ah, die Käfer gibt es auch hier schon. Ich verstehe. Uah, die machen auch hier schon Schaden. Wenig überraschend. Wir müssen ja sowieso erstmal Erz sammeln, oder? Also wahrscheinlich wäre es sinniger, erstmal in die Stadt zu gehen, aber... Auf der anderen Seite...
wahrscheinlich relativ wurscht, ob wir jetzt schon Erz sammeln oder das in 2 Minuten machen. Okay. Ob wir mit $4 weit kommen. Das wären 5. $5. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass $5 schon eher sowas ist, womit man hier einsteigen kann. Oder kommt noch mehr? Ja, doch so viel. Okay, das und wir brauchen nicht. Ja, okay. Ich gehe ja schon hoch. Du bist ja professionell umgegangen mit dieser Mine. Da du ja obendrein der neue Besitzer bist, solltest du sie vielleicht in Betrieb nehmen. Bring mir das Erz, das du findest. Ich bezahle dich anständig dafür. Diese Stadt kann es auf jeden Fall gebrauchen. Ich bin übrigens Dorothy. Also, warum baust du nicht ein paar Edelsteine ab? Ah, reicht nicht zum Levelaufstieg. Okay. Wer ist die hübsche Lady hier hinten? Ah, schön, ein neues Gesicht in der Stadt zu sehen. Vor allem ein so hübsches. Wir haben hier nicht viele Neuzugänge. Die Leute ziehen eher weg von hier. Du bist also unser neuer Bergmann, ja? Schade, dass der alte Joe nicht mehr da ist. Er hat schon eine Weile nicht mehr so gut ausgesehen. Du bist ja ein stiller Kerl. Genau wie er, was? Na, dann übernehme ich das Reden. Okay. Die sieht auch so ein bisschen aus, als würde sie Leuten für Geld ihre Steckdose zeigen. Aber okay. Ist das hier hinten? Cranky? Ah, meine Freunde nennen mich Hank. Oh, oder Cranky. Ja, du kannst mich Mr. McCrank nennen. Oh, du solltest dir eine bessere Picke besorgen. Tja, leider haben wir keine Ressourcen, wo die Mine doch geschlossen war. Okay, ich schätze, wir kommen nicht weiter, ohne noch mindestens 2 Erz abzubauen. Dann gucken wir mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Licht, dann sehen wir auch wieder was. Sehen zumindest auch mal, wo wir hingraben sollten. Da ist doch zum Beispiel noch was. Bringt es eigentlich was, diese Käfer wegzuklopfen? Kriege ich dafür Geld? Kriege ich dafür irgendwas? Also ich habe jetzt mehr Licht bekommen. Oder oben ist auch noch ein Erz. Halt. Verkaufe Beute. Ja, gleich. Wenn ich jetzt schon mal wieder hier unten bin, kann ich auch noch ein bisschen was sammeln. Oder auch nicht, weil ich in die Erde noch gar nicht reinkomme. Na, die Richtung bitte. Aber das kann ich noch mitnehmen. Und dann werde ich wahrscheinlich dringend meine Spitzhacke aufwerten müssen, weil wir sonst halt überhaupt nicht durchkommen. Na, komm schon. Jetzt hast du den Bogen langsam raus, was? Du solltest mal bei meinem Vater im Verbesserungsladen vorbeischauen. Wenn er sich um deine Picke gekümmert hat, kannst du noch tiefer graben. Das klingt falsch. Du musst ihm nicht unbedingt sagen, dass du mich da unten aufgegabelt hast. Okay. Oh, Verbesserung freigeschaltet. Scharfe Picke. Ah, jetzt habe ich das Zeug zum Arbeiten. Na, was darf es denn sein? Lass mich deine Picke schärfen, dann kommst du durch härteren Boden. +2 zu Bodenschaden. Sie ist jedenfalls zäher als bisher. Okay, ist noch gesperrt. Ah, praktisches Ding. Sollte man immer dabei haben. Übrigens kannst du mehrere davon kombinieren und dir so aus der Klemme helfen. Leitern? Wofür brauche ich Leitern? Und, oh, das ist ein abgerissenes Bein, was da unten hängt. Okay. Das sah gerade einfach sehr komisch aus. Aber ihm fehlt einfach ein Bein. Das ist okay. Mit dieser Picke müsstest du mit härterem Boden in größerer Tiefe fertig werden. Noch mehr Steigerungen habe ich in diesem Satz nicht untergekriegt. Auf der Suche nach Erz bin ich da unten noch auf etwas anderes gestoßen. Auf eine Höhle. Und vielleicht solltest du sie dir ansehen. Joe hat allen möglichen Kram daran untergebracht, aber sei vorsichtig. Die Biester sind ziemlich dreist geworden, seit er nicht mehr da ist. Was für Biester? Meinst du die Käfer? Die waren jetzt nicht so das Problem. Lampe kaputt gemacht, war das so clever?
$16. Das nehmen wir doch gerne mit. Irgendwie hatte ich die Hoffnung, es geht jetzt hier so mit... nicht unbedingt einen Dollarteilen weiter, nachdem wir das 16-Dollar-Teil gefunden haben, aber nun ja. Man darf ja noch hoffen, oder? So, bevor wir in die Höhle gehen, machen wir aber den Rucksack nochmal voll, oder? Ich meine, das sind ja nur noch 2 Erz hier nach. Die runter? Nein. Sehr schön. So, Platz für 1 hätten wir noch. Oder auch nicht, weil das eine andere Sorte ist. Schade. Dann kriege ich mir nochmal wieder hoch. Na, jetzt geh schon. Du betreibst also die Mine deines Onkels weiter, ja? Ah, gefährlicher Ort. Mein Bein ist einem Genie zum Opfer gefallen, als ich in den Tunneln eine alte Leitung repariert habe. Ah, ich könnte es wohl selbst reparieren, aber die Kinder des Schusters tragen die kaputtesten Schuhe, wie wir früher sagten. Ah, trotzdem sind wir eine Bergbaustadt. Ohne Mine kommen wir nicht weit. Ah, was darf's denn sein? Ach so, vielleicht sollte ich erstmal den ganzen Shit verkaufen, wa? Das reicht zwar nicht, aber... Ah, das reicht auf jeden Fall zum Level-Up. Nicht? Oh, okay. Ach, die $10 war das, was wir... Ah, okay. Falsch geguckt. Ah, damit können wir uns heilen. Okay, gegen Gold. Okay. Ja gut, das war jetzt nicht so effektiv. Okay, ich hätte gerne die Kupferpicke und dann hätte ich eine Möglichkeit, gerne einen größeren Rucksack, glaube ich. Mit den 3 Feldern kommen wir hier auf jeden Fall nicht. Oh, wie komme ich denn da noch hin? Ah, von unten einfach. Easy going. Das Kupfer bringt immerhin schon $2. Ah, das war... Wobei, es geht. Kommen wir trotzdem noch ran. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie Secrets? Also wieder irgendwelche Artefakte oder sowas? Ich glaube, ich möchte mich nochmal weiter nach links graben. Tatsächlich. Soweit hier. Das war so nicht geplant. Jetzt so weit rechts rumgelatscht. Nicht, dass wir hier links noch ganz viel Kram übersehen. Gerade am Anfang können wir, glaube ich, alles Geld gebrauchen, was wir bekommen können. Das hat sich schon mal gelohnt. Mann, dann ist der Rucksack doch auch fast voll. Kriegen wir noch irgendwo ein Kupfer her? Sieht nicht so aus, hä? Da vorne ist noch was. Ja, perfekt. Die Steuerung ist ein bisschen, also die Wandsprünge funktionieren ein klein bisschen oder steuern sich ein klein bisschen anders als im zweiten Teil auf jeden Fall. Mittlerer Beutel und Lampe. Okay. Nächste Verbesserung bei $100. Okay. Kaufst du noch was oder nicht? Ja, quatsch mir doch nicht an hier. So, ich hätte auf jeden Fall ganz gerne die Kupferpicke. Mittlerer Beutel ist das nächste, was wir mitnehmen. Ein Inventarplatz dann. Vielleicht sollten wir jetzt... Wait. Oh, Kupfer direkt, okay. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal dahin, wo wir hin sollen. Was die Quest von uns verlangt. Vielleicht nehmen wir aber auch erst nochmal diese Erze mit. Dreifachboden. Ach, das ist die Anzeige hier auf der Minimap ist, wie viele Schläge ich für den Boden brauche, solange kein Erz drin ist, ja? Ist das der Plan?
vermutlich. Okay. Okay, es gibt auf jeden Fall offenbar auch wieder Wasser als Ressource, zumindest wenn wir hier schon alles drei aufgedeckt bekommen. Oh, wait. Kann ich, Mist, da komme ich so nicht ran. Verstehe. Sprintstiefel. Das heißt, wir können jetzt... Ah, wir können sprinten. Nice. Wie komme ich da ran? Ich weiß wie. Vielleicht, wenn wir... Geht das? Das geht. Nice. Ist da unten noch mehr? Sollte ich da runterfallen? Kommen wir da wieder weg? Wir werden es rausfinden. Ah ja, hier kommen wir raus, okay. Noch so ein Ding. Was soll ich denn damit? Okay, da oben ist noch Kram. Okay. Vielleicht kommen wir... Von der Wand abspringen ist immer noch so ein bisschen... Okay. Aber damit kommen wir doch jetzt auch nicht weiter, oder? Oh, da oben ist noch ein Tor. Aber da... Das reicht nicht, um zu sprinten hier, oder? Das eine Feld. Nee. Oh, ernsthaft? Und ich kann nichts wegschmeißen dafür? Okay, dann müssen wir hier leider gleich nochmal herkommen. Weil die 16 Dollar lasse ich da garantiert nicht liegen. Oh Gott, hier ist mal wieder rauskräuchen, ist natürlich auch... Na gut, aber sowas wie das Röhrentransportsystem wird es ja hoffentlich auch irgendwann geben. Wobei, wenn ich mich hier so in der Stadt umgucke, sieht es nicht danach aus. Ja, hey, was hast du denn da an den Füßen? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hast du das in der Höhle gefunden? Du meinst, Joe hat sie für dich dagelassen? Vielleicht sind noch mehr davon in der Mine? Hast du das ja schon meinem Vater gezeigt? Das solltest du. Ah, du hast also eine von Joes Höhlen gefunden, wie? Ah, keine Ahnung, was für widernatürlichen Kram er da unten gemacht hat. Ich höre ja immer nur Zahnräder und Dampf. Auf jeden Fall hat er mit bizarren Dingen zu tun. Manchmal habe ich ihn etwas von meinem Laden lagern lassen. Seltsames, leuchtendes Zeug. Ah, lieber war es mir, wenn er es in der Höhle lagerte. Ah, die er tief unten gegraben hatte. Aber was darf's denn sein? Den Beutel, bitte. Lampe. Okay. Ja, mit diesen Lampen zum Platzieren kannst du Orte deiner Wahl beleuchten. Okay. Das ist mir jetzt aber keine 3 Dollar wert dafür, dass ich da irgendwo eine Lampe hinplatzieren kann. Da ist noch Erz. So, ich würde auf jeden Fall ganz gerne... Ich glaube, an den oberen Teil der Höhle kommen wir noch nicht, oder? Von der Wand in die andere Richtung wegspringen, ist ein bisschen tricky. Okay, das hilft uns aber auch nicht weiter. Dann hängen wir da fest. Weil da oben ist auf jeden Fall noch irgendwas Fancy-mäßiges. Da
das Erz verschwindet auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut. Kommen wir... Okay, da brauchen wir eine bessere Hacke für. Und da drüben kommen wir auch nicht hoch, oder? Ah, wobei. Mal gucken. Also wahrscheinlich nicht, aber probieren kann man es ja mal. Kostet ja nichts außer Zeit. So, dann können wir ja nämlich wahrscheinlich hier ran. Und darüber. Okay, es gibt so blaue Nupsis. Was auch immer die können. Aber dann kommen wir hier auch nicht weiter, ne? Da kommen wir nicht hoch. Da auch nicht. Okay. Na, aber immerhin. Besser als nichts. Ach ja. Nicht locker vorher kaputt klopfen müssen. Okay. Hier wird der Boden härter.